Ja, hallo, Christian Schermann, Paterpops, Diplompsychologe und so weiter und so weiter. Machen wir doch nochmal was zu prominent getrennt, also für Freunde der angetoxten oder bis sogar richtig toxischen Beziehung. Müsst ihr euch mal angucken, weil echt cooles Konzept auf RTL Plus, weiß nicht, ob es auch bei RTL kommt. Ist ja auch erst eine Folge gelaufen, bringt jetzt glaube ich auch nichts da groß einzublenden, mache ich vielleicht nächstes Mal. Also wenn ihr mehr von haben wollt, schreibt es mir auf jeden Fall gern, lasst mir ein Like da. Auf jeden Fall sind da Ex-Paare und das Konzept ist so ähnlich wie im Sommerhaus der Stars, dass sie so Aufgaben lösen müssen. Und das Interessante ist halt, dass es Ex-Paare sind mit natürlich entsprechendem Chaos von doch Emotionen, wenn man sich wieder sieht, bis hin zu regelrechtem Hass irgendwie aufeinander. Und muss natürlich aber trotzdem muss man gemeinsam Aufgaben bewältigen. Und ich fand es super interessant und auch sehr kurzweilig, weil man da eben auch sieht, wie Menschen so außerhalb ihrer Komfortzone, sag ich mal, wenn sie so tief im Schmerzkörper sind, wie sie agieren und wie das auf andere wirkt. Also fand ich echt mega spannend. Was mir da besonders aufgefallen ist, ist einmal Serkan und Carina, wo ich das, also jetzt ist wirklich nur meine ganz persönliche Meinung, sag ich mal, würde ich nicht mal sagen als Psychologe, ich kenne die ja nicht, aber wie das auf mich wirkt, meine ganz persönliche Meinung ist, Serkan so Playboy-mäßig er auch ist, wirkt auf mich tendenziell plussig und ein bisschen co-abhängig. Und die Carina, ich meine, muss ganz sagen, ist für mich persönlich jetzt so nicht so mein Fall. Deswegen, aber wirkt auf mich wirklich sehr kühl und minuspolig. Und was ich da jetzt interessant fand einfach, ich meine, wir können ja machen, was sie wollen, aber die, also Serkan ist offensichtlich so fucked up, weil er sagt halt, die hat sich mit Männern geschrieben, wissen wir natürlich nicht. Und deswegen haben wir uns getrennt letzten Endes. Und ich meine, ich habe Serkan schon in vielen Folgen gesehen, man weiß natürlich letztlich nicht, ist, wie er privat ist, aber was ich da so witzig fand, dass natürlich gleich wieder der Klassiker kam, dass sie dann zu ihm sagte, du bist ein Narzisst. Da dachte ich, ja, alles klar, okay. Das war wieder so Keule, Bombs. Und ja, was ich nicht glaube, also wirklich nicht. Das fand ich interessant. Und dann fand ich, muss ich mal grad gucken, wer dann noch drin war. Was ich auch sehr interessant fand, war sorry, wo ist das Paar? Die eine, die bei, ja, genau, Markus und Cecilia. Und wo Cecilia wirklich in diesen Übungen komplett die Fassung verloren hat, also nur, wirklich so richtig die Fassung verloren hat, nur, weiß ich nicht, aufgeregt war, ungeerdet, geschrien, ich weiß nicht was. Und aber, also das, aber er, wer war schuld irgendwie, habe ich zumindest so verstanden. Schuld war natürlich Markus, ne? Markus war schuld und die beiden, Serkan und Markus, haben was gemeinsam. Das finde ich auch sehr interessant, dass die diesen ganzen Anschuldigungen dann, diesen Interviews, was ich übrigens auch so machen würde, versuchen die zu entgehen, indem die sagen, alles klar, ja, ist meine Schuld und 1 und 1 ist 5, kein Problem. Und das sieht man auch bei der Carina total, dass sie versucht, da diesen Serkan zu provozieren und Serkan dann auch so ganz kurz denkt so, oh nee, also jetzt muss ich aber zurückhauen irgendwie verbal und dann sie aber wieder sagt, oh nee, das bringt gar nichts, bringt gar nichts, bringt gar nichts. Also offensichtlich hat er sich damit schon beschäftigt und sagt so, du, alles gut, stimmt, ist so, ja, war so, alles klar. Und dann dachte ich mir, oh scheiße, was für Trennung. Ja, könnt ihr mal sagen, wie ihr das seht. Ich weiß auch gar nicht, vielleicht hat es auch keiner geguckt hier von meinen Abonnenten. Aber ich fand es, ja, ist natürlich auch wieder letzten Endes eine Sendung, aber einfach Trash-TV, aber wirkt sehr realistisch, sagen wir mal so. Und mal gucken, was dann noch so passiert. Ja, in diesem Sinne, wir sehen uns bald wieder.